Ja, und du hast vor allen Dingen halt auch schon vorgebohrt, ne? Genau. Das machen ja auch viele nicht, oder ich zumindest. Das ist geil. Junge, Junge, Junge. Sieht so schön aus. Ja, nimm doch mal gescheite Schrauben, Alter. Das ist, weil das kein Original-Nutella ist, weil die im Kühlschrank war. Das ist nämlich genau. Wer stellt Nutella in den Kühlschrank? Aber dafür ist die ganz schön geschmeidig. Photovoltaik-Zähler. Leute, guten Tag, wir sind wieder am Start. Krankenwagen ist da und der Rillend ist da von Good Life Camper. Morgen! Und Pauli ist auch am Start. Heute geht es endlich, Leute, endlich um den Möbelbau. Ich habe euch ja schon irgendwann in den Stories von Insta gesagt, dass ich Holz geholt habe für den Ausbau. Ja, den Holz. Und das Holz fahre ich jetzt ungefähr seit, keine Ahnung, seit wann war ich? 3-4 Wochen im Krankenwagen hinten durch die Gegend. Denn, ich verrate euch jetzt die Farbe, es ist weiß beschichtetes Multiplex, das habe ich wieder von Nordwand Interieur. Verlinke euch mal unten, die Jungs haben richtig, richtig geilen Scheiß dort und sägen euch das Zeug auch in euren Maßen zusammen und bauen euch sogar auch Möbel, wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt das nicht alleine. Naja, auf jeden Fall haben wir diese Platten grob zurechtschneiden lassen schon, weil Rille und ich vor einigen Wochen das schon alles ausgemessen haben. Ja, und heute geht es quasi darum, das Zeug in den Krankenwagen zu bringen. Hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns auch schon gut vorbereitet. Also die Flasche eben gerade gekillt. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Wir sind auch so immer gut drauf. Nee. Aber jetzt würde ich sagen, wir hauen das Zeug einfach mal. Ich weiß auch nicht. Wir fangen einfach irgendwie an und dann erklären wir euch, was wir genau vorhaben. Weil wir haben den Plan natürlich im Kopf, aber das euch jetzt alles zu erklären, wäre viel zu aufwendig. Sprich, wir legen los. Ist auch viel geiler, wenn die Leute das einfach sehen, wenn wir da am Basteln sind. Here we go. So Leute, das hier ist die Bodenplatte von der Küche. Ich habe extra, also wir nehmen ja weißes Multiplex und der Sinn und Zweck der Geschichte ist, dass quasi die Holzkanten, wie beim Caddy damals, vorne rausschauen. Das bedeutet, wir brauchen ja eine Bodenplatte, damit der Abschluss unten auch gegeben ist. Um die ganzen Holzplatten miteinander verschrauben zu können, werde ich dieses Mal keine Winkel benutzen und ich werde auch in der Regel keine Holzklötzer benutzen, so wie beim Caddy damals, sondern ich werde auf Empfehlung von Rilland dieses Pocket-Hole-System verwenden. Das Pocket-Hole-System ist quasi ein System, welches euch ermöglicht, solche Blindlöcher hier, ja Blindlöcher, solche Löcher halt vorzubohren, die schräg in das Holz gehen, um dann eine astreine Verschraubung hinzukriegen hier. Man legt also das Pocket-Hole-System hier auf, macht es mit der Schraubzwinge fest und bohrt dann mit dem Bohrer hier das Loch quasi vor. Ziemlich geiles System, ich verlinke euch das natürlich in der Beschreibung und damit will ich quasi eigentlich so, ja, alle Möbel bauen, würde ich sagen. Genau, wir stellen das Ding jetzt noch ein bisschen ein. Bevor ihr da jetzt direkt an eure Möbelstücke geht, solltet ihr auf jeden Fall erstmal ein bisschen einstellen und rumprobieren, damit es auch am Ende wirklich passt, weil ihr habt ja dann nur eine Chance. Die sollte man nicht verkacken. Was man dazu sagen kann, ist, dass man es auch für ganz normale Vorarbeiten nehmen kann. Also diese Verbindung ist immer besser als eine Verbindung, die quasi gerade, wenn wir jetzt hier gerade ins Stirnholz reinschrauben würden. Also genau. Egal, was du baust quasi, ob das nur ein Rahmen ist für irgendeinen Schrank oder sonst irgendwas, das ist mit dem Pocket-Hole-System halt viel geiler, weil du so eine schräge Verbindung hast, die sich da viel besser zusammenzieht, als wenn du da jetzt ins Stirnholz... Ja, du hast vor allen Dingen halt auch schon vorgebohrt, ne? Genau. Das machen ja auch viele nicht, oder ich zumindest. Ich auch nicht. Dann splittert halt das Holz und dann hast du halt den Stress, ne? Ja. So funktioniert das astrein. Wie gesagt, wir stellen jetzt noch mal ein bisschen ein und dann geht's los. Gar nichts mehr. Yeah,
Tür, die geht halt safe durch. Echt? Ja, ich auf jeden Fall eine kürzere. Nichts gut, Dese? Nein. Feuer frei. Feuer frei, kartoffelfrei. Hey, warte mal, ich habe irgendwo auch hier Kabel durchlaufen. Schon mal gut, bis es hier jetzt anfällt. Wir machen nur zwei Schrauben rein. Die Frage ist, wo gehen die Kabel rein? Gehen die da oder da rein? Das ist die Frage. Lass mich weg. Meines reicht, ich bin mir unsicher. Aber die Haut auch nicht ab. Leute, Leute, Leute. So langsam, aber sicher wird der Krankenwagen mein neues Zuhause. Richtig schön. Also, kurzer Zwischenstand. Wir haben die Küchenzeile mehr oder weniger fertig von der Unterteilung. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was zum Teufel treibt ihr hier? Also zumindest fragt ihr euch das, wenn ihr meine vorherigen Videos gesehen habt, wie ich den Krankenwagen plane. Denn Grillund und ich haben einfach alles nochmal auf den Kopf gestellt. Ich erkläre euch kurz warum. Also der Plan ist, hier in das große Fach kommt ein Kühlschrank. Und zwar ein sehr großer Kühlschrank, denn wir werden einen 230 Volt Kompressorkühlschrank von zu Hause einbauen. Den habe ich noch nicht, aber der kommt bald. Also hier kommt der Kühlschrank hin. Hier kommt ein Apothekerschrank hin. Hier ist die Spüle und hier kommen Schubladen hin. Hier, die Wand, ist schon die Duschtrennwand sozusagen. Und in diesem Fach hier kommt quasi ein Backofen rein. Ich hatte ja gesagt, dass ich hier den Kühlschrank reinmachen möchte. Aber ich habe mich ehrlich gesagt dagegen entschieden, so viel Geld für einen Campingkühlschrank auszugeben, der groß genug ist, der meinem Daily-Anspruch genügt. Denn ihr wisst ja, ich habe sehr, sehr viel Strom an Bord mittlerweile und ein 230 Volt Kühlschrank ist somit überhaupt kein Problem mehr. Und die Kosten, also wenn ich jetzt... Keine Ahnung, so ein Tedford-Kühlschrank mit 90 Litern, der kostet halt 1200 Euro und ein normaler Kühlschrank mit 95 Litern, der kostet halt 170 Euro. So, und ja, keine Ahnung, also für das Geld von dem einen Kühlschrank kann ich quasi meine komplette Küchenarmatur, also hier ein schönes Spülbecken, einen schönen Wasserhahn, eine kleine Kaffeemaschine, einen Backofen und den Kühlschrank kaufen. Und für das Geld hätte ich sonst nur einen Kühlschrank. Also irgendwo steht es für mich nicht im Verhältnis. Und ich glaube, das wird ganz geil. Deswegen unser Sinneswandel. Wir sind jetzt so weit, dass wir diese große Wand hier schon eingebaut haben. Aber wir haben noch um die Rückwand hier dann für die Dusche final festschrauben zu können, mussten wir vorher, wie ihr seht, die Wasserleitungen schon verlegen. Denn hier ist jetzt der Plan, dass hier eine Wand vorkommt, um später hier die Duscharmatur reinzumachen. Denn ein weiterer Vorteil meiner neuen Planung ist, dass ich quasi eine Dusche habe, die jetzt nochmal ungefähr 25 cm länger ist. Also es ist eine Riesendusche. Und ich muss das Klo nicht mehr wie geplant nach vorne rausziehen, wenn ich aufs Klo gehen möchte, sondern ich habe halt hier ist ein Boden drin und ich gehe hier in die Dusche rein und kann mich hier einfach ganz entspannt hinsetzen, ohne dass ich irgendwo, ja weiß ich auch nicht, in Schwulitäten mit meinem Platzangebot komme. Und ich glaube, das ist ganz geil. Also haben wir jetzt hier die Wasserschläuche verlegt. Jetzt werden wir die Platte hinten anpassen, die da hinten dran muss. Und dann werden wir schon diese Anschlüsse hier für die Dusche setzen, damit wir am Ende später nur noch die Duscharmatur draufbauen können. Soweit ist der Plan. Mal gucken, ob der auch aufgeht. Brillant, geht der Plan auf? Geht auf jeden Fall auf, aber was noch zu sagen ist, dass wir die Schlauchleitung gerade nur provisorisch festgemacht haben. Nicht, dass jetzt hier die Leute kurz auf Ausrasten sind, weil wir das festgeklebt haben. Wir haben es einfach nur mal festgeklebt, damit es uns nicht überall in den Füßen rumliegt. Genau. Stimmt, natürlich hier unten liegt schon das Lochband parat. Wenn wir hier dann alles ausgemessen haben und so weiter, wird natürlich, bevor die Platte festgeschraubt wird, die Schlauchleitungen und alles richtig zugeknipst, also auch die Verbindungen von den T-Stücken und sowas. Da gibt es nämlich eine spezielle Zange für. Damit können wir dann quasi die Schlauchleitungen mit den T-Stücken richtig verbinden. Und dann wird es mit dem Lochband eben an die Wand geschraubt, damit es alles fix und fest ist. Fix und fest, fix und Niet und Nagel, also auf jeden Fall fest ist. genau, richtig. Und dann geht's weiter.
Das ist geil. Was stört denn hier noch? Ei, unten die Löcher, die fehlen. So. Dominik. Habe ich das schön gemacht eigentlich da oben? Richtig schön. Alter! Yo! Diese komische Kompressor-Ding, ey. Junge, Junge, das Junge. Sieht so schön aus. Ja, jetzt ist nur die Frage, verschrauben wir das hier auch? Nee. Weil dieser Abstand, der ist ja quasi nicht gewährleistet jetzt. Ja, also, aber da kommt ja eh noch Kunststoff drüber quasi. Also da kommt ja nochmal eine Abdeckung drüber. Ja, das muss halt im Prinzip dann mit Zika zugeschmiert werden. Ja. Dann abgezogen werden. Ja. Dann ist auch diese Verbindung da dicht und so. Ja. Alter, das ist aber geil, oder? Guck mal hier. Ich zieh auf, ja. Da hat doch schon mal einen Finger drin. Da war doch schon mal ein Finger drin. Und wir machen uns Gedanken hier. Junge. Meine Güte. Also, was wir jetzt machen, das darf man eigentlich keinem erzählen. Zeig's mal da unten. Das sind halt jetzt die Wasseranschlüsse. Genau, und die pausen wir uns jetzt mit Nutella aufs Brett an. Alter, es funktioniert halt ungefähr null. Doch, nur den Finger. Alter. So reicht doch schon, oder? Ja. Wir brauchen ja nur so einen groben Richtwert. Ist, weil das kein Original-Nutella ist, ja, weil die im Kühlschrank war. Das ist nämlich genau. Wer stellt Nutella in den Kühlschrank? Aber dafür ist die ganz schön geschmeidig. Echt? Ja, Mann. Richtige Nutella wäre jetzt komplett hart. Und das weiß ich, weil ich der Nutella-Fachexperte bin. Ja. Vanlife Hack 587. Ja, eigentlich müsste er jetzt schon den Nutella-Abdruck geben. Reichen, du bist sauer. Sieht aus, als hätte da jemand drauf geschissen. Scheiße. Es hat aber geklappt, Dominik. Was sagst du? Ich bin very impressed von deinen Vanlife-Hacks. Das ist der absolute Burner. Und wer isst jetzt das Nutella? So, warte, jetzt schmieren wir das. Also, jetzt machen wir das wieder sauber. Das da, ja. Das da. Oh, man. So, was mach ich jetzt? Du machst die Löcher da rein. Was denn für Löcher? Da, die. Hä? Ich dachte, ich mach irgendwas anderes. Es hat geklappt. Also eigentlich muss man das. Wir müssen das mal. Ich kann nicht mehr. Also ich glaube, wir sollten eine neue Rubrik machen. Vanlife. Upsi, Vanlife Ausbau-Hacks. Du bohrst die Löcher da rein. Was sollte ich denn machen? Okay, dann machst du doch das da mit den scheiß Schrauben. Ach so, ja. aber ich hab so einen Topf. Geh doch mal weg jetzt hier. Du machst das, ich mach die Löcher rein. Jetzt auf einmal? Ja, ich weiß ja, wo mein Werkzeug ist. Ich hab hier mal so zwei Löcher reingemacht. Mal gucken, ob der Nutella-Trick aufgegangen ist. Bist du nicht? Haha! Was? Alter! Junge, als hätten wir das schon mal gemacht, ey. Also, es ja, voll. Geil. Da gibt's ja kein gut oder schlecht passen. Wenn das Ding passt, passt, oder? Ist so. Wenn's passt. Wenn's passt, dann passt es ein. Geil. Ja, wollen wir jetzt erst das rein reinspaxen? Ja. Aber haben wir denn auch hier die Markierungen? Nö. Das ist gut. Den Finger gestochen. Tut ein bisschen weh. Womit das denn? Mit einer Schraube? Ja, mit zwei Schrauben. Das reicht ja nicht. Einmal, da, zweimal. Hey, der. Aua. Also hier sieht man ja, wo müssen wir da hin? Seinem Kulli wieder. Ja, na und? Alter. So, wo ist das hier unten? Das ist ganz unten. Ja. Irgendwie, irgendwo. Ja.
Wir hätten vielleicht vor. Ja. Da so. Ja. Okay, das ist jetzt gut Glück. Was haben wir hier für. Haben wir hier eine, oder was unten eigentlich? Stehen wir uns gerade ein bisschen im Weg? Nö. Vor allem, die kriegen auch alles rum! Pizzakarton von links nach rechts geschoben. Nee, jetzt ist viel besser. Jetzt ist auf jeden Fall besser. Also ich fühle mich jetzt auch schon ein bisschen wohler. Es ist auch echt wieder Chaos des Todes, ey. Aber es geht nicht anders beim Van-Ausbau. Da kann mir jemand sagen, was er will. Es geht nicht klatsch anders. Klatsch das jetzt hier oben in der Ecke einfach mal rein, oder? Klatsch das mal oben in die Ecke rein, ey. Das passt ja so. Das passt. Also hier so. Natürlich passt es. Ja. Oder? Ja. Wobei, da könnte eine Schraube sein. Lieber hier. Ich jetzt habe die Schraube nicht. Achtung. Nee, doch nicht. Fuck, ey, die sind zu kurz. Ja, dann nimm eine längere. Das ist nicht so einfach hier. Wie schön sieht diese Ecke bitte schon aus? Alter. Richtig schön. Das sieht mal schon richtig nice aus. Das sieht schon so aus, als könnte man da schon mal kacken. Ja. Jetzt ist auch wenigstens dieses hier kacken endlich weg. Oh Alter. Nein! Alter, jetzt habe ich. Ich bin so dumm. Hast jetzt einen falschen Bit wieder, ne? Ja, weil ich vergessen habe, die Schraube rauszumachen. Das muss ich mir den ganzen Tag geben, wenn ich mit dem zusammen rumschraube. Aber es ist denn. Wir haben jetzt auch schon echt viel geschafft. Ja, und das Gute ist. Das, morgen geht's weiter. Ja, und Dylan, dass wir beide genauso sind. Da gibt sich der eine nicht viel vom anderen. Hebt immer noch nicht. Das geht, ne? Hast du aus gleiche Loch wieder genommen, Nick? Ja, Anna und? Ja, komm, hau rein. Das habe ich bis hierher gehört, dass die hält. Die dreht durch. Niemals. Doch? Ja, nimm doch mal eine gescheite Schrauben, Alter. Das ist doch eine gescheite Schraube. So. Ja, die hebt. Ja. Hebt endlich. Die oder was? Ja. So, und jetzt? Hier noch eine, oder? Ja. Aber besser ist. Ja, safe. So, und jetzt haben wir. Was ist denn das für ein Abstand hier? Was heißt denn der? Was? Kann ich da zwischenschrauben? Oder kann ich da oder da schrauben? Ach so, fuck. Ich hab's neue gar nicht markiert. Upsi. Siehst du's noch? Wie siehst du's noch? Wo soll ich denn da was sehen? Ja, weiß ich doch nicht. Du Vogel. Warte. Hier. Hier? Was heißt denn jetzt von hier? Von hier darfst du runter. Geh hier runter. Das ist jetzt quer. Wo bist du denn? Hier, guck mal meinen Finger. Das ich sehe deinen Finger nicht. Da, guck doch mal da durch den Schlitz. Da. Ach, da, ja. Ja, von hier runter. 10, also hier so. 2 cm, ja. Hier kann ich durch. Ja. Gut. Mega. Und da kannst du jetzt 5 cm drunter noch eine reinknallen. Macht das Sinn? Ich mach erstmal hier. Das macht immer Sinn. Die haben wir auch getroffen. Ja. Zweiter Tag. Nachdem der Mike und ich gestern hier noch relativ viel geschafft haben, muss ich sagen. Also wir haben hier die Duschwand eingebaut, wir haben die Küche noch ein bisschen gepimpt, wir haben da noch ein weiteres Brett eingebaut und noch sehr, sehr viel überlegt haben, habe ich dann gestern Abend nochmal die Grundkonstruktion hier für die L-Couch soweit vorbereitet. Das sieht jetzt so aus. Ja, also hier ist quasi diese 80 cm Fläche, wo ich dann schlafen kann. Und hier ist dann noch diese L-Fläche sozusagen. Ich habe außerdem noch mit Mike die Batterie umgesetzt, weil die sitzt nämlich jetzt mitten auf der Achse, was auch nicht so schlecht ist, und verschwindet hier im Schrank, sodass hier jede Menge Platz ist für den Wassertank, für die Standheizung da hinten. Genau, hier den Wasserboiler habt ihr ja vorher schon gesehen. Und das sind jetzt alles Arbeiten, die erledigt worden sind. Das bedeutet eigentlich schon relativ weit und das Grundgerüst für die Möbel, das war ja das Ziel des heutigen Videos, das steht auf jeden Fall. Ich kann nur jetzt leider nicht weiterbauen, weil ich mir nämlich während dem Bauen überlegt habe, Leute, das ist so krass,
ich weiß nicht, wie man nach einem fixen Plan Sachen bauen kann. Also mir fallen jeden Tag neue Ideen ein, um das Ding noch geiler zu machen und noch besser zu machen. Das bedeutet, ich verwerfe meine Pläne immer wieder und muss halt irgendwie immer wieder neu anfangen zu planen. Denn jetzt ist der Plan, dass ich hier kein hier Klicklaminat oder sowas lege, sondern ein Echtholzfußboden. Klar, das Ding wiegt da ein paar Kilo mehr, aber es gibt so Echtholz-Parkett-richtigen in Optik dieser Arbeitsplatte hier. Also eine schöne Eichen-Echtholz-Parkett. Und unten drunter soll als Gimmick noch eine 230 Volt Fußbodenheizung gebaut werden, weil ich stehe ja sowieso relativ oft am Landstrom und kann die somit super gut bedienen. Und ich habe sowieso so viel Strom, dass ich auch ab und zu mal die Fußbodenheizung anschalten kann, wenn ich den Bock habe. Sprich, bevor ich das alles mache, bevor ich jetzt das hier alles festschraube und so weiter, werde ich erstmal die Fußbodenheizung hier im Wohnraum verlegen, damit ich dann auf der Höhe quasi weiter aufbauen kann. Denn hier zum Beispiel, hier vorne soll eine Schublade reinkommen, dass ich dieses Teil ausziehen kann. Aber das kann ich natürlich erst machen, wenn ich die Bodenhöhe bestimmt habe, damit ich die Platte entsprechend ablenken kann. Weil sonst läuft das Ding ja quasi auf den Boden auf und das macht natürlich keinen Sinn. Ja, ich würde sagen, das ist erstmal soweit alles. Ich glaube, wir sind schon ziemlich weit gekommen. Auch wenn ich in meinen Gedanken schon gerne wäre weitergekommen. Aber gut, so ist das halt manchmal. Wie gesagt, viel Plan, viel Umplan. Da passiert halt dann oft einfach bautechnisch nichts, aber ich will es halt richtig machen und habe Bock drauf, dass es wirklich geil wird. Aber ich bin sehr, sehr happy mittlerweile und es sieht sehr, sehr geil aus schon. Ja, und mich würde interessieren, wie euch das Ganze gefällt. Wie findet ihr die Holzwahl? Weiß Multiplex ist cool, oder? Man kann jetzt noch nicht so richtig viel erkennen, weil hier super viel Baustelle noch überall drin ist. Aber wenn das alles schön verkleidet ist und hier schönes Licht am Start ist, dann ist das, glaube ich, echt schick. Ja Leute, im nächsten Video geht's dann, weiß ich auch noch nicht so genau, wahrscheinlich weiter mit dem Wasseranschluss. Ich werde den Wasseranschluss finalisieren, sprich einen Außenanschluss und so weiter reinsetzen. Das seht ihr dann alles im nächsten Video. Werde dann auch noch so ein, zwei Sachen mit der Standheizung machen, werde da die entsprechenden Rohre verlegen. Und eventuell gibt's auch im nächsten Video schon den Fußboden zu sehen. Ich muss mal gucken, ob ich das schaffe. Aber ja, bleibt einfach dran. Und abonniert meinen Kanal sehr gerne, dann könnt ihr natürlich auch den Fortschritt sehen. Und den täglichen Fortschritt am Krankenwagen, den poste ich immer regelmäßig in meinen Stories bei Instagram. Also schaut auf jeden Fall auch mal bei Instagram vorbei. Da verrate ich euch schon früher mehr, wie der Krankenwagen aussieht. Die Videos aufgrund meiner aktuellen Bauzeit schaffe ich halt immer erst zeitverzögert zu schneiden. Also seid mir da nicht böse, aber geht halt nicht alles auf einmal. Ja, dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö.